Hallo Freunde, es wird mal wieder Zeit für ein Infovideo. Was für Projekte kommen in nächster Zeit und welche nicht und warum kommen sie nicht? Ich habe mir einige Gedanken gemacht und ja, Hauptentschluss dieses Videos ist das von mir angekündigte Let's Play zu Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen in Sochi 2014 nicht zu Let's Playen. Ja, ich hatte es angekündigt, ich wurde schon per PN gefragt, machst du das? Und ich habe mir gedacht, ich mach's doch nicht, weil ich momentan irgendwie nicht so Lust drauf habe. Auf Mario und Sonic, ihr wisst, ich liebe Mario Games, ich liebe Sonic Games und Mario und Sonic klingt cool, aber auf das Gamepad gezedere und Wiimote geschüttele, habe ich momentan keine Lust. Also warum zwingen? So nötig habe ich jetzt auch nicht mit Release-Titeln, nicht wahr? Deswegen, das kommt erstmal nicht. Ich hatte ja schon Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen im Games-Test. Und auf jeden Fall, das mache ich dann doch nicht. Gibt wieder Platz für neue Let's Plays, für andere Let's Plays. Für welche? Wir erfahren es gleich. Wollen wir erstmal ganz kurz einen Blick zurückschauen. Vor kurzem sind zwei Projekte geendet oder enden gerade. Da hätten wir zum Beispiel Sonic Lost World. Das ist ja am Sonntag, glaube ich, zu Ende gegangen. Auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Nicht, dass irgendjemand gesagt hat, oh, wieder ein Sonic-Spiel, sondern es war was anderes. Die Leute haben darüber geredet. Man hat ganz klar Nintendos Handschrift erkennen können in Sonic Lost World und die Meinungen reichen von wow, bestes Sonic aller Zeiten bis hin zu schlechtestes Spiel, was es gibt. Ja, und ja, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so recht einordnen zu den anderen Sonic Games, aber einerseits hat es Spaß gemacht, andererseits hat mir das Sonic Game im Sonic Game gefehlt. Und Banjo-Tooie steht unmittelbar vor dem Ende, das wird glaube ich jetzt am Donnerstag vorbei sein. Hat mir auch viel Spaß gemacht, auffällig ist, dass es nur halb so viele Parts wie im ersten Let's Play gebraucht hat. Das sind 35 Parts. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier. Banjo-Tooie hat 70 Parts gebraucht fürs Nintendo 64. Gut, ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr herumgeirrt. Und die Parts waren halt noch mit 15 Minuten Limit. Aber trotzdem, gar nicht übel. Diese Perle geht vorbei. Und natürlich kommen Sonic und Banjo bald wieder. Aber jetzt erstmal, was habe ich noch am Laufen? Ja, Pokémon Y, ganz klar. Kommt super an, muss ich sagen. Ich freue mich. Meine größte Sorge bei Pokémon Y ist allerdings, dass es bald wieder vorbei ist. Ich weiß nicht, ich bin jetzt aufgenommen, habe ich bis zur 8. Arena und stehe jetzt vor der Siegesstraße und ich muss sagen, tja, wenn wir die Siegesstraße gemacht haben und die Pokémon-Liga, dann gibt es schon mal zwei Orte, wo wir hin können. Wo es hieß, du musst so gut sein wie der Champ, um hier lang zu können. Einmal in der Omega-Höhle und ich glaube im Pokémon-Dorf. Weiß nicht, ob der Part noch kommt oder was. Ja, da werden wir hingehen, aber ich muss mich dann mal informieren, was wir noch alles machen können. Ich will das Let's Play weder unnötig in die Länge ziehen, das heißt fünf Parts lang nur in irgendwelchen Illumina City-Cafés herumlabern mit unnützen Leuten. Ich will es aber auch nicht ganz schnell durchhaben, ganz im Gegenteil, wir werden zusehen, was wir alles machen können. Der eine oder andere, der sich gut mit dem Spiel auskennt, kann ja in die Kommentare schreiben, was man nach der Pokémon-Liga noch alles machen sollte. Genau, das macht ihr jetzt einfach mal. Wer das Spiel schon durchgespielt hat, intensiv, der kann mir eine PN auf YouTube schreiben und was ich noch alles machen sollte nach der Pokémon-Liga, was sich noch empfiehlt. So, dann hätten wir Newer Super Mario Bros. Wii, der Hack, also Newer, muss ich immer wieder dazu sagen, weil die Leute denken alle, ich würde einfach nur New Super Mario Bros. Wii Let's Playen, das ist ja schon ewig her. Aber das ist ein sehr, sehr wunderschöner Mario-Hack von Fans mit geilen Ideen. Ich bereue es wirklich, dass ich nach der ersten Welt in die zweite Welt gegangen bin. Das war die Wüstenwelt. Die sah zumindest optisch, ja, leveltechnisch sind alle wirklich sehr gelungen, aber so optisch kennt man die Wüste. Ich hätte in die Special World gehen können, die Herbstwelt. Die kommt nämlich erst nach der Wüstenwelt im Let's Play und die sieht völlig anders aus und die haut mich auch optisch um. Unbedingt mal anschauen und dann erscheint, ja, oder gehen wir erstmal durch, was haben wir noch? Zelda The Wind Waker HD ist eine interessante Sache. Mich hat noch keiner gefragt, so wann kommt der nächste Part, sondern ja, es ist wie es ist. Ich bin ja stehen geblieben im C4 Tempel vor dem Boss, relativ vor dem Boss. Hab mich demnächst auch wieder meine ganze Lust zusammengefasst, wollte mich hinhocken. Komm, wir zocken Zelda weiter. Und irgendwie hatte ich nicht so den Bock drauf. Ich hoffe mal, dass dieser Bock wieder kommt bei Zelda. Was mich ein bisschen zurückwirft, ist die Tatsache, dass ich mir offscreen Geld an Bord holen muss, um diese Karten zu holen für die Triforce-Teile. Momentan gibt es keinen weiteren Part und deswegen wird noch keiner hochgeladen. Also, wenn ich demnächst, ich schätze mal, dass es demnächst weitergeht.
weil wir sind schon so weit gekommen, ne? Wäre schade um das Let's Play. Aber gut. Das werden wir dann sehen. Wären wir direkt beim nächsten Thema. Zelda für 3DS. A Link Between Worlds. Der Nachfolger zu Zelda A Link to the Past. Da habe ich ja ein souveränes, geiles Let's Play dazu abgeliefert. Mein drittes Let's Play, was gestartet ist. Überhaupt. Nach Mario 64 und Banjo-Kazooie. Ich würde fast sagen, es ist mein schlechtestes Let's Play, was ich jemals gemacht habe. Zelda A Link to the Past. Ich konnte gar nichts. Die Videoquali war für den Arsch. Die Mikrofonquali, es hat geraucht. Und ich habe wirklich einige Parts lang nichts erreicht, weil ich komplett blind war. Es gibt ja Let's Player, die zocken das und wissen genau, wo sie hin müssen, obwohl sie das Spiel noch nie gespielt haben. Das war auch schon damals nicht mein Ziel. Aber so komplett kopflos ist man schon verloren. Und dann natürlich wurde das Let's Play damals im Sommer 2010 noch folgerichtig abgebrochen. Und Zelda Between Worlds für den 3DS ist dann natürlich eine andere Story, aber trotzdem wird Zelda 3DS vorerst nicht kommen. Natürlich kann ich, wenn ich Bock habe, es jederzeit noch machen, aber es ist momentan nicht geplant. Das sind so die zwei Sachen, weil immer behauptet wird, der Neosan LPM, der macht ja einfach alle Let's Plays, alle Spiele, die neu rauskommen, damit der ist so viewgeil und daumengeil, der macht alles, ne? Nein, also Mario und Sonic 2014 kommt doch nicht, Zelda 3DS kommt nicht. Dafür kommt jede Menge anderes Zeug. Ja. Jetzt die Woche kommt eine Fortsetzung eines Let's Plays, das wir schon hatten. Das Let's Play, das wir schon hatten vor einem Jahr, das nannte sich Professor Layton und die Maske der Wunder. War recht interessant. Als ich das Let's Play gestartet hat, es haben sich kaum Leute dafür interessiert. Immer ganz schlechte Aufrufezahlen und so. Und zum Ende hin wurde die Story so geil und mitreißend, dass sich die Aufrufzahlen dann verdreifacht haben, weil alle so, selbst die, neu eingeschaltet haben quasi, mitten im Let's Play angefangen haben, dass die so mitgerissen wurden. Und das war interessant zu sehen. Und der letzte Teil, Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant, das kommt diese Woche. Also die Fortsetzung am Ende des letzten Let's Plays, am letzten Part, da gab es ja noch so einen Teaser mit so, Fortsetzung folgt. Und die Fortsetzung folgt diese Woche. Weiter geht's. Allerdings werde ich nicht so viele Professor Layton Parts raushauen, also maximal ein Part pro Tag. Wird bestimmt wieder lustig. Werde mich noch ein bisschen blinder reinschmeißen. Das heißt, ich habe das eine oder andere Rätsel damals schon gekannt. Uiuiui, ich habe Angst, dass ich es vermassel, aber dann wird es immerhin lustig. Was steht noch auf dem Plan? Ganz klar, Super Mario 3D World kommt raus am 29. November 2013. Also schon in 1, 2, 3 Wochen. Und ein paar Tage. Das wird cool. Also der Nachfolger von Mario 3D Land auf der Wii U jetzt also wird bestimmt super lustig. Und auch wenn ich noch newer Super Mario Bros. Wii laufen habe, laufen halt zwei Mario-Projekte, sind ja 2D und 3D. Und das wird cool, auf keinen Fall verpassen. Das ist volle Kanne geplant. Am 6. Dezember dann Bravely Default für den 3DS, ein schönes Rollenspiel, wo sich jetzt viele denken, hä? Will ich nicht, brauche ich nicht. Werdet es mal dann sehen und abwarten. Was haben wir noch für neue Spiele, die antanzen, ja? Was ist los mit Oddworld New and Tasty? Dem Netz kamen neue Screenshots, aber hier, sag doch mal einen Release-Termin an. Der offizielle Release-Termin heißt immer noch Ende 2013. Daran glaube ich nicht mehr. Ich denke, das wird 2014 erscheinen, März oder sowas. Finde ich schade, weil ich hätte es gerne mit euch gezockt, aber wo bleibt's? Es ist nicht da. Sobald es kommt, wird es natürlich Let's Play, das HD-Remake des ersten Oddworld-Teils. Apes Odyssey. Wird cool, freue ich mich drauf. Ich schätze mal. Ja, ich würde auch sagen, es kommt ja auch für Wii U, es kommt nicht für Xbox. Da gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten. Es kommt auch für PlayStation 4. Aber ich sag mal so, wenn es nicht für Wii U erscheinen würde, dann wäre das für mich ein Kaufgrund für die PlayStation 4. Ganz im Ernst. So, was haben wir da noch? Ja, hier Anfang nächsten Jahres erwarte ich noch eins, und zwar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wurde ja verschoben, also gibt's mir nächstes Jahr bitte her. Ich warte drauf. Ich hätte schon Donkey Kong Country 1 bis 3 gemacht, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr alles unter, bis Tropical Freeze erscheint.
Und was sonst noch ansteht, ja, Yoshi's New Island für 3DS wurde angekündigt, Yoshi's Yarn für Wii U, das kommt, Kirby 3DS und natürlich Mario Kart 8, Smash Bros. Wii U und sogar Smash Bros. 3DS, die werden kommen. Aber das ist irgendwann nächstes Jahr. Also was kann ich dieses Jahr noch machen? Wir haben ja noch genug alte Perlen, die Let's Played werden wollen. Ich habe da noch ein paar Überraschungsprojekte. Eins für Xbox 360 aus dem Jahre 2013. Ein sehr kurzes Projekt. Dann habe ich noch ein Super Nintendo Spiel. Also ihr seht das Ganze in meiner Let's Plays Übersicht. Bei nächste Let's Plays ganz unten. Ein schönes Super Nintendo Spiel. Da muss ich mich mal noch ein bisschen reinfinden. Ansonsten habe ich noch einiges am Start. Wie wäre es mit Super Mario Bros. The Lost Levels? Ja, wir hatten Let's Play Super Mario Bros. 1. Und ja gut, aber jetzt kann man gerade so viele Mario Abenteuer, neues Banjo-Spiel, ja, Crunchys Rache geplant, Schraube locker geplant und natürlich Sonic. Ja, da wird es weitergehen. Da ich ja alle 3D-Abenteuer mache, die großen, ja, ich hatte Sonic Adventure X, dann Sonic Adventure 2 Battle, ich hatte Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog im Games Test, dann sogar Sonic 2006, das hat gerockt. Und dann fehlt eigentlich nur noch von den ganz großen 3D-Sonics Sonic Unleashed für Xbox. Nicht verwechseln mit Sonic Unleashed für Wii. Das ist nämlich ein bisschen abgespeckt und nicht ganz so gut. Ja, und die 3D-Sonics danach, Sonic Colors, Sonic Generations und Sonic Lost World, die habe ich ja schon Let's Played mit euch. Wird also interessant. Pokémon, oh ja, Pokémon, ja. Was passiert, wenn Pokémon Y zu Ende geht? Ich fürchte, das wird noch dieses Jahr passieren. Ihr wisst ja, ich will ja Pokémon Heartgold Let's Playen. Außerdem habe ich noch Pokémon Snap und ein Überraschungsprojekt mit Pokémon. Das wird nicht lange dauern, aber das wird super lustig. Und auch mal die Frage an euch, was würdet ihr davon halten? Da die Nachfrage an Pokémon Y ja so hoch ist, wärt ihr dafür oder dagegen? Nur mal so gefragt. Let's play Pokémon X. Das Ganze, was wir jetzt hatten, halt nicht mehr blind, weil ich weiß, wo wir lang müssen und bla bla bla. Wir können unser Team neu aufstellen. Und so weiter. Aber ist die Frage, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Sagt ihr, nee, warten es doch erst. Was soll das denn? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren dann Pokémon Z erscheint und das spielt dann eh wieder jeder. Eure Meinung in die Kommis. Pokémon X oder Pokémon Heartgold? Ich tendiere zu Heartgold. Und ansonsten mache ich 2014 das große Retro-Jahr, weil es sehr viele Spiele gibt, die ich zu Beginn meiner Let's Player-Karriere, Laufbahn hört sich besser an, die ich zu Beginn meiner Let's Play-Laufbahn gezockt habe und die es verdient hätten, in besserer Videoqualität etc. aufgenommen zu werden. Da rede ich von ganzen Serien, Super Mario Bros. 2, 3, Super Mario World. Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Da müsste man halt mal wissen, wann Tropical Freeze erscheint. Wenn sich das noch ein halbes Jahr verzögert, dann mache ich Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Sonic 1, 2 und 3, Sonic und Knuckles. Und da würde ich Sonic und Knuckles auch mit der Knuckles-Story spielen. Das sind ja andere Levelabschnitte und ganz anderer Endboss, den ich für episch halte. Also ihr seht, es ist einiges geplant. Und es wird noch viel schönes Zeug dazukommen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und das wollte ich euch einfach mal so teilhaben. Warum jetzt halt doch kein Mario und Sonic 2014 kommt. Aber ihr seht schon, nächstes Jahr ist jetzt schon so viel angekündigt. Für Anfang nächsten Jahres. Ja. Rechne ich mit Oddworld. Rechne ich mit Donkey Kong Country 5. Mario Kart 8 auch mal so. März bis Mai vielleicht. Smash Bros., bin ich der Meinung, wird länger auf sich warten lassen. Aber das war das soweit. Was haben wir noch Schönes? Ja, und eine neue Rubrik ab 2014. Das hat zu tun mit meinen alten Projekten. Und dann einmal die Woche kommen. Das wird spannend. Also da will ich noch nicht zu viel verraten, aber ich will das dann, keine Ahnung, jeden Samstag etwas machen. Hat dann quasi mit der LPM-Historie zu tun. Dass ich den neuen Abonnenten quasi meine alten Let's Plays näher bringe.
Wie das Ganze aussieht, wie ich das anstelle, werden wir sehen. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Und schaut euch Newer Super Mario Bros. Wii an. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und eben lasst euch mal ein auf Professor Layton 6, obwohl ich selbst ein bisschen kritisch beim sechsten Teil bin. Das war's, ich bin raus, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!